Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie der Moderator beim NDR-Sommerinterview mit Björn Höcke versucht, dem Zuschauer eine Geschichte zu erzählen, die Björn Höcke überhaupt nicht bemerken soll. Wie er versucht, Björn Höcke zu dämonisieren und schlecht zu machen und Björn Höcke gleichzeitig denkt, es ist ein einwandfreies Interview, es ist alles in Ordnung. Was ist hier passiert? Zunächst denkt man, okay, das ist ein einwandfreies Interview. Es geht nicht nur um Rechtsextremismus, auch sehr viel, zu viel, aber immerhin hat Björn Höcke am Anfang Zeit, über die anderen Themen auch zu reden. Man hat so ein bisschen so ein komisches Gefühl, aber denkt sich, naja gut, Björn Höcke kann ausreden, er hat die Gelegenheit, was zu sagen, er wird immerhin eingeladen und generell sind Interviews ja auch keine Kuschelveranstaltungen. Das heißt, wenn jemand interviewt wird, dann muss es ja normal sein, dass der Interviewer kritisch ist, dass also hart gefragt wird, kritisch gefragt wird. Beim ersten Hinschauen ist mir also auch erst einmal nichts großartig aufgefallen. Ich hatte nur so ein etwas merkwürdiges Gefühl. Auf der anderen Seite war es aber so, dass Björn Höcke mit seiner Art überzeugt. Das ist ja, deswegen wird er wahrscheinlich so gefürchtet von den Altmedien, weil er so überzeugend mit so großer Klasse reden kann. Dass die Seele immer voll sind, wenn er redet. Und es verwundert nicht, dass er in Thüringen so beliebt ist. Das sind aber die Schwächen von Björn Höcke. Aus meiner Sicht ist er relativ selbstbezogen. Und diese Eigenschaft haben viele AfDler. Diese Eigenschaft habe auch ich, die habe ich auch immer gehabt. Ich habe mich immer auf mich selbst konzentriert und gar nicht so richtig mitbekommen, was die anderen machen. Weil es hat mich gar nicht interessiert. Ich wollte selbst besser werden, meine Hobbys betreiben und in den Dingen gut werden, die ich mache. Und so geht es wahrscheinlich vielen. Wenn man sich auf sich selbst konzentriert, konzentriert man sich automatisch weniger auf die anderen. Das ist eine große Schwäche. Bei den Linken fällt mir auf, dass sie die anderen genau beobachten und jeden Schwachpunkt ausmachen und drauf rumreiten. Versuchen, die anderen zu lesen, sie reinzulegen. Björn Höcke und wahrscheinlich viele AfDler merken nicht, wie feindselig dieser Mann gestimmt ist. Björn Höcke denkt, er hat jetzt hier kritische Fragen und kann die Fragen beantworten, aber die Fragen sind in Wahrheit in der Hauptsache Framings. Knallharte Framings. Die darlegen sollen, die AfD ist populistisch, die AfD ist, ja, unmöglich, Björn Höcke ist rechtsradikal. Wo ist jetzt das Problem? Jetzt kann man doch sagen, okay, der Moderator, der macht seine Framings, aber Björn Höcke kann ja brillant argumentieren. Und wenn der Zuschauer die Argumente sieht, dann ist es ja super, dann gewinnt Björn Höcke. Zu einem gewissen Grad ist das auch so. Björn Höcke wirkt überzeugend. Und jeder, der das Interview sieht, wird der AfD ein Stück, ja, wird sie sympathischer finden. Deswegen möchten ja die Öffentlich-Rechtlichen die AfDler möglichst selten einladen. Es gibt aber ein Problem. Es steht Frame gegen Frame. Und auch wenn jetzt Björn Höcke gut argumentiert, dann bleibt der Frame bestehen. Es sagen alle anderen. Er sagt es mit einer Selbstverständlichkeit. Die ganzen anderen Parteien sind der gleichen Meinung. Die Medien sind der anderen Meinung. Sozusagen ist dann die Mehrheit, sticht dann Björn Höcke aus. Und dann denken die Leute, naja gut, okay, das leuchtet mir jetzt ein, was Björn Höcke sagt. Aber ich habe es vielleicht nicht verstanden bei den anderen. Die ganzen anderen Leute, die Medien, die anderen Parteien, sie werden es schon wissen. Und da es so viele sind, haben sie wahrscheinlich recht. Ich verstehe es jetzt vielleicht nicht so ganz, aber das stimmt dann schon. Und vor allen Dingen wird die Logik ausgehebelt, wenn die Leute ständig das Öffentlich-Rechtliche gucken und immer wiederholt wird. Das sticht die Logik aus. Das heißt, bei vielen Altmedienzuschauern verliert Björn Höcke. Allein aus diesen Gründen. Und was kann jetzt Björn Höcke machen? Er muss im Grunde ganz scharf zuhören und den Moderator stellen. Es ist immer wieder das Gleiche, aber der Moderator macht es sehr trickreich. Es ist natürlich jetzt im Nachhinein leicht zu sagen, ja klar, er muss jetzt ihn stellen, es gibt jetzt hier die und die Formulierung, aber man kann sich gewisse Dinge merken fürs nächste Interview und es wiederholt sich dann. Und das ist der Sinn dieses Videos, dass vielleicht Politiker das sehen. Ich habe mich jetzt ja mit diesem Interview beschäftigt. Daraus lernen können, das aufgreifen können und sich natürlich das beim nächsten Mal nicht perfekt machen, aber sich vielleicht ein paar Sachen merken. Gehen wir jetzt das Interview Stück für Stück durch. Der Moderator redet oft relativ lange und was er sagt, ist kein Zufall, sondern es sind immer Framings. Ich verstehe Sie richtig, Sie sind gegen diese Testpflicht, über die ja seit einigen Tagen dann doch noch mal ganz heftig hier im Land diskutiert wird, bedeutet aber eben auch, und das bestreiten Sie vermutlich gar nicht, es könnten durchaus infizierte Kinder in den Klassen sitzen, es könnte sich ein Hotspot entwickeln, dann müssten eventuell wieder Schulen geschlossen werden und die Schüler dann doch in den Distanzunterricht gehen. Wie gut ist denn das Land aus Ihrer Sicht auf diese Fälle vorbereitet? Zum Beispiel erklärt er bei Corona,
wenn jetzt ein Schüler infiziert ist, dann müssten ja selbstverständlich die Schulen geschlossen werden. Das sagt er so beiläufig, so vollkommen selbstverständlich. Wenn das selbstverständlich ist, dann hält der Ausnahmezustand für immer an. Und Björn Höcke hätte das jetzt aufgreifen können, diesen Satz. Wie er dazu kommt, das mit so einer Selbstverständlichkeit zu sagen, als ob das klar wäre. Als Begründung für seine Position, es ist ja klar, dass alles geschlossen werden muss, es ist klar, dass die Regierung, dass es alles gut ist, dass die Bevölkerung das gut findet mit den Maßnahmen in der Art und Weise, da führt er mehrmals die Meinung der Bevölkerung an. Björn Höcke hätte hier ausführen können, dass der Meinungsbildungsprozess in Deutschland gestört ist, dass die Gegner der Maßnahmen nicht zu Wort kommen, dass sie dämonisiert werden, dass das letztes Jahr nicht demokratisch war, in gar keiner Weise, dass eine Demokratie nur dann funktionieren kann, wenn die großen Medien nicht zusammen ein Kartell bilden und alle Ansichten dem Bürger dargelegt werden. Und nicht, dass es so ist, dass gewisse Ansichten, gewisse Informationen einfach ausgeschwiegen werden, klein gehalten werden und dass diejenigen, die sie vorbringen, systematisch dämonisiert werden, unmöglich gemacht werden. So wie es ja mit der AfD gemacht wird. Dass dieser Journalist das kritisch sehen müsste, das kritisch beleuchten müsste, anstatt es zu tun, ist es jetzt alles selbstverständlich, dass die Bevölkerung das denkt. Weiter geht es mit dem Klima. Wir steigen 2035 aus der Kohle aus, während China gleichzeitig hunderte neue Kohlekraftwerke. Wir sind natürlich auch eines der stärksten Industrieländer der Welt. Und ich finde, oder vielleicht können Sie mich da auch verbessern, also sollten wir da nicht auch eine gewisse Vorbildfunktion haben? Das ist ja immer das, wenn alle sagen, wir machen nicht mit, weil wir so einen kleinen Anteil haben, dann tut sich ja nichts. Und ich hatte Sie nach diesen Extremwetterereignissen gefragt, die sich ja irgendwie nicht vermeiden lassen, wenn es so weitergeht. Also Sie haben den Weltklimabericht natürlich auch zur Kenntnis genommen, der besagt, dass man also wahrscheinlich noch 10 Jahre früher als ursprünglich mal angenommen damit konfrontiert sein wird, dass die Erderwärmung steigt. Und wenn man sich anschaut, das Verbrennen fossiler Brennstoffe wird da als maßgeblicher Treiber auch genannt von führenden Experten. Fossile Brennstoffe verbrennen nun mal Menschen. Deswegen ist die große Frage, wie wollen Sie denn vermeiden, dass wir da über dieses weitere Agieren in zunehmende Wetterextreme reinlaufen? Vor allen Dingen müssen wir an der Stelle feststellen, dass die IPAC eben auch eine Institution ist, die aus Wissenschaftlern besteht, die einschlägig unterwegs sind. Wir müssen gucken, wer finanziert dieses Gremium, diesen sogenannten Weltklimarat. Das sind auch interessante Verbindungen, die sich da auftun. Nochmal, wir haben nur einen ganz kleinen Anteil am Ausstoß des CO2. Inwiefern und in welchem Maße CO2 wirklich für das Klima verantwortlich ist, für Klimaänderung verantwortlich ist, darüber streiten sich die Geister nach wie vor. Das heißt aber nicht, dass ich nicht für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung bin. Hier legt der Journalist dem Zuschauer nahe, ist mit dem Weltklimarat, das ist alles vollkommen klar, ist alles vollkommen in Ordnung. Da gibt es gar keinen Zweifel. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja okay. Man kann ja sozusagen einen Standpunkt einbringen. Dann hat ja Björn Höcke die Gelegenheit, auf den Standpunkt zu reagieren. Sozusagen, dass ein Framing in Ordnung ist, das gebracht wird, weil dann kann ja Björn Höcke sein Framing bringen. Das wäre in Ordnung, wenn es bei den anderen Parteien genauso wäre. Aber es ist eben genau nicht so, dass jetzt Baerbock damit konfrontiert wird, dass jetzt Gerlich, Teuschner von anderen Wissenschaftlern geprüft die ganzen Treibhauseffekte widerlegen. Die Hockeyschlägerkurve, Climate Gate, die falschen Modellrechnungen. Dass es doch Zweifel an dem Weltuntergangsszenario gibt. Dass vielleicht Wirtschaftszweige Geld verdienen wollen. Diese ganzen Argumente, die anderen Parteien, sie werden damit nicht konfrontiert. Es wird ausgeschwiegen. Das heißt, wenn jetzt die Altparteien damit nicht konfrontiert werden, aber sozusagen die AfD mit dem umgekehrten Standpunkt, der Weltklimarat sagt dies, es gibt das Argument, das ist eine Ungleichbehandlung. Und das hätte Björn Höcke hier erläutern können. Und hätte damit den Moderator stellen können, ihn entlösen können. Björn Höcke kann nur gewinnen, wenn er den Frame des Moderators, der ganzen Öffentlich-Rechtlichen, massiv schwächt. Weil sonst ist immer Mehrheit gegen Minderheit. Und Wiederholungen, die ganzen Manipulationseffekte, sie bleiben stark, wenn die Leute den Medien trauen. Das heißt, in dem Moment, wo die Leute den Medien nicht mehr trauen, sie alternative Medien konsumieren, dann verlieren sie ihre Macht. Aber solange Björn Höcke nur sachlich argumentiert, ohne diesen Moderator zu stellen, verliert er. Er kann ja so brillant argumentieren, das nutzt am Ende alles nichts, weil die Leute sagen immer, es sagen alle, es ist die Mehrheit, die Journalisten und ich habe es noch nicht richtig verstanden. Es stimmt schon, ich habe es nicht richtig verstanden. Es geht dann lange um Verfassungsschutz und Rechtsextremismus von Björn Höcke oder von der ganzen Partei. Dass also der Verfassungsschutz die AfD beobachtet und dass die Parteien, dass die AfD, dass die Mitarbeiter von der Polizei geprüft werden. Jetzt kann man sagen,
Jetzt denkt natürlich, Björn Höcke soll jetzt denken, die AfDer sollen denken, das ist ja fair, jetzt kann ja Björn Höcke zu dem Ganzen Stellung nehmen. Das ist ja in Ordnung. Aber auch hier ist es so, es ist ein massives Framing. Und klar hat jetzt Björn Höcke Gelegenheit, dagegen sich auszusprechen, was er auch tut. Aber es bleibt trotzdem das Framing hängen. Und auch hier hätte Björn Höcke Gelegenheit gehabt, bei vielen Formulierungen vom Moderator, den Moderator zu stellen. Zum Beispiel, dass er offensiv den Verfassungsschutz verteidigt und von sich aus sagt, ja, das ist ja alles in bester Ordnung. Ich bin dankbar dafür, dass Sie das Thema Verfassungsschutz ansprechen. Ich spreche nur vom sogenannten Verfassungsschutz, weil es in einer Demokratie eben undenkbar ist, dass eine Regierungsbehörde die Opposition geheimdienstlich unterwandert und auch zersetzt. Genau das passiert in Deutschland, passiert mit der einzig relevanten Oppositionspartei, der AfD. Der Verfassungsschutz, der ist so verfassungsgefährdend unterwegs, dass er sich eigentlich den ganzen Tag selber beobachten müsste und muss deswegen dringend reformiert werden. Und deswegen sage ich auch, wir brauchen uns vor dem sogenannten Verfassungsschutz, der ein Regierungsschutz ist, nicht zu verstecken. Das kann nicht unser Maßstab sein. Also, das heißt, wenn ich erkenne, dass es notwendig ist, die Partei programmatisch in eine Richtung zu bringen, weil ich glaube, dass damit der Erfolg verbunden ist, dann werde ich das tun, egal ob das der Verfassungsschutz gut findet oder nicht. Und dasselbe gilt auch für mein Engagement im Bundesvorstand. Wenn ich glaube, dass ich mit meinem Engagement im Bundesvorstand die Partei nach vorne bringen kann, sie erfolgreich machen kann, dann werde ich das tun. Und dann ist mir jeder Verfassungsschutz und jeder Herr Thomas Haldenwang völlig egal. Ich muss das nochmal gerade rücken. Es gibt natürlich auch noch andere relevante Oppositionsparteien in Deutschland, nicht nur die AfD. Es gibt viele andere Parteien, die auch Oppositionsarbeit machen. Aber weil Sie das ja gerade auch so ein bisschen so darstellen, als wenn jetzt der Verfassungsschutz ausschließlich die AfD im Visier hat, auch dazu muss gesagt. Auch, ja, aber auch Sie haben es zumindest mit Unterwandern doch nah an diesen Rand gerückt. Ich möchte einfach nur mal an der Stelle auch nochmal sagen, ich glaube, man hat Stefan Kramer auch noch mit einem Zitat im Kopf aus dem Mai des Jahres. Da hat er gesagt, also wir haben es hier in Thüringen auch mit linksterroristischen Ansätzen und Gruppen zu tun. Also man verleugnet das nicht beim Verfassungsschutz. Gleichzeitig ist die Linksextremistin Lina E., die ja auch in Eisenach für einen Überfall verantwortlich gemacht wird, bald vor Gericht in Dresden. Kurzum, der Verfassungsschutz bemüht sich ja also sozusagen jetzt nicht nur um die AfD, sondern auch um andere Auffälligkeiten hier im Land. Es wäre hier die Gelegenheit zu sagen, dass die Regierungsparteien, dass sie nie mit dem Verfassungsschutz konfrontiert werden. Also dass nie die ganzen heiklen Punkte, die Maßenablösung, dass der Verfassungsschutz nicht unabhängig ist. Die Verkündung der AfD als Verdachtsfall, obwohl sie das gar nicht durften. Jetzt dieses Jahr schon wieder ein Prozess. Das Ganze stinkt von vorne bis hinten und nie wird eine Regierungspartei kritisch dazu befragt. Und hier tut der Moderator auch so, als wäre alles in Ordnung. Björn Höcke hätte ihn hier konfrontieren können und sagen können, ja, wie können Sie jetzt so tun, dass es alles in Ordnung ist? Dass der Verfassungsschutz in Ordnung ist? Sie als Journalist wissen es doch ganz genau, dass es nicht in Ordnung ist. Björn Höcke sieht ihn vielleicht so ein bisschen so als, ja, der ist ganz nett, der ist halt ein bisschen links, aber ich bin jetzt, gewinne ihn jetzt. Ich gewinne ja viele und jetzt gewinne ich ihn auch. Aber der Moderator ist hochgradig feindlich, trickreich und kalt. Aber das merkt man eben nur, wenn man sich auf ihn konzentriert, genau anguckt, was er macht. So wie ich jetzt hier dieses Interview durchgegangen bin und ich auch erst nur ein komisches Gefühl hatte, dann erst beim zweiten Gucken gemerkt habe, was hier eigentlich passiert ist. Was dieser Kerl alles gemacht hat, aber eben genau dann, wenn man das bemerkt, was er gemacht hat, man sich die Zeilen genau durchliest, es nicht an einem vorbeihuscht, sondern man das registriert, sich genau auf den Satz konzentriert, sich genau anguckt, was er macht, dann kann man ihn auch stellen, dann kann man ihn damit stellen und kann den Zuschauern aufzeigen, was hier passiert. Und in dem Interview gab es zahlreiche Beispiele. Am Ende auch mit der Zuschauerfrage zum Klima. Ich möchte zu den Zuschauerfragen kommen. Auch da haben uns in diesem Jahr einige erreicht. Die erste von Johanna Radke. Vor dem Hintergrund der Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen planen Sie Ihren Kurs gegenüber dem Klimaschutz zu ändern? Das ist reines Framing, weil der Moderator ja weiß, ganz genau weiß. Er hat die ganzen Fragen schon vorher gestellt. Und das ist sozusagen keine Frage, das ist ein reines Framing. Das ist nur das Framing. Komm, Björn Höcke, du Populist. Jetzt, du bist ein Lügner, aber jetzt zeig doch Moral. Und rette die Menschheit. Es ist nur das Framing, dass Björn Höcke lügt, dass die AfD lügt und dass sozusagen das andere Narrativ, das der Moderator vertritt, dass das das richtige Narrativ ist. Er fügt noch eine Frage an, die auch ganz interessant ist, weil da AfD-Spitzenpolitiker höchst unterschiedlich in der Beantwortung umgehen. Alexander Gauland hat es eingeräumt, hat gesagt, ich bin geimpft. Alice Weidel hat gesagt, nein. Dann gab es Herrn Grupala, der gesagt hat, es ist eine private Entscheidung, ich spreche nicht drüber. So, und Schmidt möchte von Ihnen wissen, sind Sie denn schon geimpft? Es gibt dann auch so Formulierungen, wie Gauland hat eingeräumt, er ist geimpft. Und der Gauland hat es eingeräumt, hat gesagt, ich bin geimpft. Jetzt suggeriert der Moderator,
Er hat das eingeräumt. Der Wieso hat das eingeräumt? Die AfD war für eine Freiheit der Entscheidung und dann ist schon immer gewesen, wieso soll dann Gauland etwas einräumen? Diese Suggestion hätte Björn Höcke aufgreifen können, hätte damit klar machen können, das ist nicht redlich. Hätte dem Zuschauer zeigen können, hier der Moderator versucht zu tricksen, er versucht mich auszutricksen. Er arbeitet nicht mit redlichen Mitteln, er ist unvertrauenswürdig. Dreist war es auch, dass dem Zuschauer nahegelegt wurde, Björn Höcke würde unredlich Unterricht halten. Alexander Kiefer, sagt Ihnen das was? Nein. Der war 2003 Schüler bei Ihnen und zwar in Geschichte an der Martin-Buber-Schule in Groß-Gerau und er schreibt, er war wohl mit Ihnen auf Klassenfahrt. Herr Höcke, haben Sie eigentlich jemals im Unterricht über die Verbrechen der Nazis gesprochen und halten Sie die Darstellung in den Geschichtsbüchern für richtig? Man muss noch dazu ergänzen, Herr Kiefer behauptet, in der 9. Klasse hätten Sie das Thema ausgelassen. Ich habe nachgeschaut, im hessischen Lehrplan stehen 16 Stunden pro Halbjahr drin. Wann soll das gewesen sein? Bitte? 2003. Also wir haben jetzt das Jahr 2021. Ich habe immer gemäß der Lehrpläne unterrichtet in Hessen. Das ist auch nachvollziehbar anhand der Klassenbücher, die ich als Lehrer geführt habe. Es ist aber so, dass man nicht in jedem Jahr das dran nimmt. Also ich habe es in der 9. Klasse nicht dran genommen. Bei mir kam die Französische Revolution und erst später, in einer späteren Klasse kam das. Das heißt, diese Frage ist eine Unverschämtheit, diese Zuschauerfrage zu bringen. Es ist eine reine Unterstellung, eine reine Suggestion, ohne jeden Wert. Das hätte Björn Höcke auch deutlicher beleuchten können. Aber natürlich, das sagt sich im Nachhinein, sagt sich das leicht, das huscht natürlich so vorbei, man überreift das gar nicht. Es ist die Stärke von Alles Weidel, solche Tricks zu erkennen und sie zu benennen. Das ist die Stärke von Weidel. Und es ist leider im Moment die Schwäche von Björn Höcke, das nicht zu tun. Das ist bisher immer die Schwäche gewesen. Das war schon die Schwäche von dem Abbruchinterview. Wie er da auch in dieser defensiven Position war, er natürlich gut formuliert, aber der Zuschauer gesehen hat, hier Björn Höcke wird reingelegt. Und dann sieht er schwach aus, auch wenn er gut argumentiert. Wenn Björn Höcke das verstehen würde, dass er genau darauf achten muss und das dann umsetzen könnte, das wäre unglaublich. Dann wären die Möglichkeiten unglaublich. Dann könnte Björn Höcke richtig aufräumen, weil er so gut reden kann, aus meiner Sicht. Das müsste man ihm irgendwie nahebringen. Dass er diesen Herrn Deiß, bei dem er sich am Ende auch noch bedankt hat für das Interview, dass er ein falsches Spiel gespielt hat und dass man ihn auch hätte greifen können. Und klar, natürlich, man wird in Interviews immer was übersehen und man wird immer reingelegt werden. Aber es reicht ja, wenn einem irgendetwas auffällt. Klar, im Nachhinein kann man alles sehen. Man kann ja auch im Nachhinein andere Interviews aufgreifen. Und das aufgreifen und dann benennen. Am besten ist natürlich, wenn einem direkt im Interview etwas auffällt und man das greift und dann den Journalist stellt. Wie es Alles Weidel schon ein paar Mal gelungen ist, wo es aber auch einfacher war als hier. Dieser Typ, der hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und ja, aber es ist möglich und es reicht ja, wenn Björn Höcke eine Sache auffällt und er es dann im Mittelpunkt rückt, dabei bleibt, ihn nicht entlässt. Dann, ja, der Journalist kann dann versuchen, das Thema zu wechseln. Das versucht er immer, wenn es unangenehm wird, wenn es an die Öffentlich-Rechtlichen geht. Dann hat er plötzlich auch Björn Höcke unterbrochen. Das war ganz auffällig. Dann kann Björn Höcke es immer, wenn es in Richtung Öffentlich-Rechtliche geht, Kritik daran, dann fangen immer die Öffentlich-Rechtlichen ganz stark an zu unterbrechen. Das kann dann Björn Höcke auch benennen. Und kann damit dem Journalisten, seine Rolle als Journalist kann ihm aberkennen vor dem Zuschauer. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was es sonst so einfällt. Und welche Stellen euch noch besonders aufgefallen sind, die ich jetzt nicht genannt habe. Da gibt es bestimmt noch einige. Ich habe mir auch noch mehr aufgeschrieben für das Video, aber das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen. Macht's gut!